Ich habe Ihnen eine Geschichte dann in meinem Workshop erzählt, die kann ich vielleicht ganz kurz allen auch erzählen. Ich war, als ich 18 war, in der Mongolei auf einem Missionseinsatz und da war ein Mann, den haben wir schon später getroffen, der hatte einen Traum gehabt. Also der war Buddhist und er hatte einen Traum und in dem Traum ist ihm ein Mann erschienen und er hat über das ganze Gesicht geleuchtet und ihn umarmt und oh, da war einfach so eine Liebe da und der Mann hat im Traum zu ihm gesagt, ich bin Jesus. Und dann war der Traum zu Ende. Und der Mann, der wusste überhaupt nicht, was es heißt, Gott zu suchen oder was es heißt, zu beten oder irgendwas. Aber der hat einfach das angefangen, ich will diesen Mann kennenlernen. Er hat sein ganzes Dorf gefragt, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Und er hat niemand gefunden, der Jesus kannte. Und dann hat er gedacht, okay, also in der Mongolei haben viele am Land kein Auto, sondern ein Pferd. Und dann hat er sein Pferd genommen und ist tagelang in die Hauptstadt geritten und hat dort ganz viele in der Hauptstadt gefragt, kennst du Jesus? Ich will ihn kennenlernen, kennst du Jesus? Und es gab zwar schon eine Gemeinde zu der Zeit, aber er hat sie leider nicht gefunden. Und er ist dann nach längerer Zeit wieder nach Hause, aber hat nicht aufgegeben, weil der Traum ihm so nachgegangen ist und er hat überall in den Nachbardörfern gefragt, wer ist Jesus? Sag mir was von Jesus. Und er hat niemanden getroffen und tja, wie Gott es so macht, dann kommt ein Einsatzteam von Lüdenscheid und die kleine 18-jährige Judith. Und ich weiß auch nicht warum, also für mich war das voll das Privileg, dass ich dann an dieser Tür stand und geklopft habe und dann meine paar Sätze in Mongolisch, was man so gelernt hat, ich heiße Judith und komme aus Österreich, so gesagt. Und dann habe ich gefragt, darf ich Ihnen was von Jesus erzählen? Und er so, kennen Sie Jesus? Und ich, ja. Dann fällt er zu Boden und heult und heult und heult. Und ich wusste überhaupt nicht, was jetzt los ist. So mein Übersetzer gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwie die Kultur verletzt oder so. Und er hat geheult und geheult. Irgendwann hat er dann angefangen zu erzählen und ich immer zu meinem Übersetzer, was sagt er, was sagt er? Und er, das ist so spannend, pst, ich erzähle es dir später. Und so. Und ich stand da völlig, wusste überhaupt nichts. Und als er mir es dann endlich erzählt hat, habe ich echt gedacht, oh Gott, ist so genial. Der hat ein Jahr lang gesucht und jetzt komme ich und ich darf ihm erzählen, wer dieser Jesus ist. Und ich habe ihm alles erzählt, was mir irgendwie eingefallen ist. Und dann haben wir ihm noch so ein neues Testament geschenkt. Er so, ein ganzes Buch über Jesus. Und der war so halt, ja, und irgendwie, was für mich das so ausdrückt, dass Gott echt so sagt, ich will echt nur dein Herz. Wenn du überhaupt nicht weißt, wie du betest oder so, wenn du es ernst meinst, wenn du echt sagst, Jesus, ich will dich mehr kennenlernen. Ich will mehr von dir. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht immer mich um mich selber drehen oder am gleichen Fleck stehen. Wenn du das echt meinst und echt so dran bleibst und immer wieder sagst, Jesus, ich will mehr, ich will mehr. Er wird sich finden lassen, ganz neu. Wir werden ihn echt finden und ich glaube, das ist wirklich auch für uns als Gemeinde, dass es echt so eine Zeit ist, wo Gott sagt, bleibt nicht stehen, ihr habt schon so viel bekommen von mir, aber bleibt nicht stehen auf dem Fleck, sondern es gibt so viel mehr, sucht mich, klopft an und der Himmel, er wird viel weiter aufgehen. Gott wird sich echt ganz neu finden lassen, von der Jugend und auch von den Oldies. Amen.